Tori, was machst du denn, wenn du krank bist und du einen Kindergeburtstag hast? Ich habe gleich einen Ariel-Geburtstag, wie man vielleicht sehen kann. Und ich dachte tatsächlich, dass ich heute vielleicht krank bin. Aber mir geht's super. Ich bin wieder gesund. Zum Glück bin ich ja nicht alleine. Ich habe noch zwei weitere Darsteller, die mich ersetzen könnten. Die wohnen etwas weiter weg von mir, also in Neumünster und in der Nähe von Glückstadt. Und natürlich zahle ich dann die Fahrtkosten und nicht die Eltern, wenn ich krank bin. Offensichtlich. Und natürlich das alles für den Kunden kommunizieren, gar keine Frage. Und notfalls verschieben. Ich meine, wenn Kunden sagen, hey, mein Kind ist krank, kann heute nicht, dann können die es auch immer kostenlos verschieben auf ein anderes Datum. Das ist auch gar kein Problem. Passiert dann einfach mal. Ich musste zum Glück in den über 3,5 Jahren, die ich das mache, bisher nur einen einzigen Kindergeburtstag aufgrund von Krankheit absagen. Und das war auch, als ich noch keine weiteren Darsteller hatte. Ich habe dann tatsächlich noch ganz heiser als Ladybug dem Geburtstagskind einen Videogruß gemacht und ja, die Eltern hatten mich dann auch nächstes Jahr wieder gebucht.